Er hat gemailt, genau, genau. Es ging um diesen, ein Aussteiger trifft andere Aussteiger und so, genau. Und jetzt was? Jetzt machen wir immer so weiter. Das ist das göttliche System, das ewige Wirtschaften, das ewige Wachsen. Jetzt entscheidest du dich einfach nur, dein Leben als deine wichtigste Aufgabe zu nehmen. Und räumst alles weg, was stört. Das ist Minimalismus. Wie kommt man auf die Idee, mitten in Berlin irgendwie einfach so ein Tipi hinzustellen? Oh, das ist blöd, weil ich habe das schon tausendmal erklärt und jedes Mal weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Erzähl doch irgendein Märchen. Ja, habe ich ja den Leuten ja auch schon erzählt. Also. Ich finde kein Neues mehr ein. Es scheint, dass echte Verantwortungsreife von Menschen nur ein Gegenstand der Spekulation ist. Gibt's gar nicht. Gibt's so gut wie nicht. Allerdings, wir wissen alle, Asterix und Obelix, ne? Das ganze Imperium ist von den Römern bestimmt, aber es gibt da dieses kleine Palisadendorf. Ne? Und hier ist das Dorf, ja? Also unsere Gesellschaft erlebe ich in großen Stücken so, wie wenn ein erheblicher Teil von den Menschen durchgeknallt ist. Ich zum Beispiel sage, weniger ist mehr, ja? Also, oder versuch dein Minimum zu finden. Wo ist dein Minimum? Was brauchst du wirklich? Es wird so viel Zeug weggeschmissen, was halt einfach da ist und wo man sich denkt, warum? Also sieht ziemlich gut aus. Und da, ja, kannst du jetzt sehen, ob du es eklig findest oder nicht, ne?